der ist Begründer des Moravian Knowledge Network, ein Netzwerk von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, die die Herkunft der Bestände mit den Methoden der Digital Humanities erforschen und auswerten. Ein Ergebnis haben wir gestern schon hören können, die bewundern können auf der Einwand, die digitale Vorstellung des Schwesternhauses in Kleinwelka. Heute ist sein Thema grammatikografische Gelehrtennetzwerke. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Sie sehen, der Titel hat sich schon ein wenig geändert, aber dieses Titelzitat ist mir wichtig, denn es zeigt an, und hier schließe ich direkt an den Vortrag von Thomas an gerade, dass die Netzwerke, über die wir sprechen, höchst fragil sind. Ich wähle im Wesentlichen eine andere Perspektive, weil die auch in der Diskussion gerade aufkam, nämlich die Frage, wie greife ich denn auf bestimmte Objekte zu? Und zwar aus der Wissenschaft heraus und wenn ich eben nicht den Zugang habe, in Nordamerika oder in Indien selbst zu sein. Und für uns ist dieses Objekt Sprache, also keine Pflanzen, keine Naturalien, sondern Sprache. Und ich beleuchte faktisch die andere Perspektive. Ich komme jetzt nicht vom Objekt her, sondern aus der Wissenschaft, welches Interesse hat Wissenschaft an genau diesen Objekten. Das Titelzitat: Gibt es in Deutschland noch lebende Personen, welche Missionarien in Amerika gewesen sind und wie heißen sie und wo halten sie sich auf? Drückt so einen Ausdruck der gewissen Panik, die hier durchscheint, und ich werde Ihnen zeigen, warum Wilhelm von Humboldt genauso panisch reagiert hat. Zur Agenda vielleicht ganz kurz, ich würde etwas zum Thema Netzwerke und Missionarslinguistik sagen, da die Netzwerkmetapher nicht ganz voraussetzungslos benutzt werden sollte, und würde mich dann sehr, sehr gern auf einen Spezialfall konzentrieren, nämlich den Versuch der Erschließung indigener Sprachen Nordamerikas, und dann zu einem kurzen Fazit kommen. Zunächst Netzwerke und Missionarslinguistik. Wenn wir über Netzwerke sprechen, dann ist das zunächst erstmal eine Metapher, und die ist Ausdruck einer sich verändernden Gegenstandsauffassung auch in den sogenannten Digital Humanities mit einem neuen Zugriff auf den Gegenstand, der eben nicht mehr darum geht, dass man bestimmte Quellen auserzählt und miteinander relationiert und in einem qualitativ-interpretativen hermeneutischen Zugriff beschreibt, sondern indem man gewissermaßen den Gegenstand zerlegt, neu anordnet und somit neue Fragestellungen generiert. Also die Netzwerkmetapher ermöglicht es uns, wissenschaftlich legitimiert Strukturen und Argumente so neu zu arrangieren und zu ordnen, dass wir eben möglicherweise ein Komplexitätsniveau in den Arrangements erreichen, das wir vorher nicht gesehen haben. Ein Beispiel dafür war auch der Vortrag von Katie Ford, wo es eben darum geht, bestimmte grammatikografische, lexikografische Zusammenhänge herauszuarbeiten und zu sagen, das ist typisch für unsere Texte. Wenn man das jedoch weiß, hat man nicht einen Text gelesen. Das ist mehr oder weniger die große Herausforderung, diese beiden Positionen wieder zueinander zu bringen. Und das wird auch das Thema für die Linguistik sein in den nächsten Jahren, nämlich die Frage, wie man von der Netzwerkmetapher aus wieder auserzählen kann, in welchen Kontexten bestimmte Inhalte sich tatsächlich beschreiben und kontextualisieren lassen. Also wie können wir Netzwerke auserzählen? Und das wird auch für euch, Thomas, glaube ich, eine Herausforderung sein. Missionarslinguistik, das ist ein bisschen ein schwieriger Terminus, ich mag ihn nicht, sage ich gleich. Und er kommt mehr oder weniger aus einer Auseinandersetzung von Diskurslinguistinnen zur der deutschen kolonialen Schutzzeit mit einem sehr simplifizierenden Vorstellungsgebäude von Kolonialismus und Mission. Deswegen ist mir der zweite Begriff eher wichtiger, nämlich die Postcolonial Language Studies, die eben alle Aspekte berücksichtigen, die man in der Kolonialzeit genauer beschreibt. Im Wesentlichen konzentrieren sich die Arbeiten dazu, sogenannte Laienlinguisten, also Missionare, dabei zu beobachten, wie sie versuchen, indigene Sprachen zu kodifizieren. Das ist speziell in Nordamerika eine große Herausforderung, weil es kein etabliertes Schriftsystem gibt. Das heißt, hier geht es um mehr oder weniger phonografische Verschriftungen indigener Sprachen. Und das Ganze folgt keinem Standard, sondern der Standard etabliert sich. Das vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Nun zum meinem Thema, dem Versuch der Erschließung der indigenen Sprachen Nordamerikas über die Fragilität grammatikografischer Gelehrtennetzwerke. Das Titelzitat, was Sie gesehen haben, entstammt einem Brief von Wilhelm von Humboldt an Karl Georg von La Roche, also dem Sohn von Sophie La Roche,
aus dem Jahr 1826. Er ist nicht genau datiert und gibt im Wesentlichen Auskunft darüber, wie Wilhelm von Humboldt hier verzweifelt versucht, irgendwelche Informationen herbeizubringen über Missionare in Nordamerika. Also es ist durchaus unüblich, dass er auf Deutsch schreibt, und auch der Stil ist sehr unüblich. Ja? Also das heißt, er verlässt alle Höflichkeitsformen vermissen, und es geht hier nur darum zu sagen, bitte nennt mir irgendjemand, der lebt. Dieser Brief geht auch an verschiedene Herrnhuter Gemeinen, eben auch nach Herrnhut. Und tatsächlich erhält er Antwort darauf, die zeige ich Ihnen aber später. Wie es dazu kommt, dass er so einen Brief schreibt, das würde ich jetzt für Sie gern rekonstruieren. Ich setze rechts immer die Namen, die zu diesem Netzwerk langsam hinzuwachsen. Und ich würde sehr, sehr gerne anfangen in Halle, nämlich mit einem Brief von Peter Stephen Duponcourt an Johann Severin Vater. Johann Severin Vater hat in Halle und Jena Theologie studiert, war dann hier bis 1799, glaube ich, in der Theologie. Oder 1799 ist er hierher gekommen, 1806 ist er aus Halle weggegangen und kam dann 1820 zurück und gilt als einer der ersten, die sich mit der Erforschung der indigenen Sprachen beschäftigt haben. Was Sie vielleicht als Vorausinformation noch wissen sollten, Severin beschreibt ungefähr 500 unterschiedliche indigene Sprachen beider amerikanischen Kontinente, und das ganz wesentlich mit Hilfe der Arbeiten von Alexander von Humboldt, der ihn wieder auf die Arbeiten in Suriname hin und das Arawakische hinweist. Darauf will ich heute gar nicht eingehen. Das ist jedenfalls die Ausgangslage, und Duponcourt schreibt ihm: I shall write, however, to my friend Heckewelder at Bethlehem, to see if he cannot get copy made for you of Zeisberger's Delaware Grammar in the original. It is a long work, but perhaps he may find some young men and women or women that will take the pains. Zu Zeisberger vielleicht ganz kurz, in dem Kreis muss ich eigentlich nichts sagen. Er kommt aus Europa, und seine Eltern gehören zu den ersten Missionarien, die nach Nordamerika gehen. Der David Zeisberger Junior folgt seinen Eltern relativ bald, 1738, und ist dann schon mit involviert in die Gründungen zweier zentraler Ortsgemeinden tatsächlich in Nordamerika. Und er wird zu einem der bekanntesten Missionare unter den Native Americans. Diese historisierende Darstellung, verzeihen Sie mir bitte, allerdings ist sie so bildmächtig und wirkmächtig, dass ich sie dennoch zeigen möchte, weil sie zweierlei zeigt. Erstens die Hochachtung der Gemeinschaft gegenüber David Zeisberger zum einen, und zum Zweiten, wie sich historisierende Darstellungen mehr oder weniger auch des Themas der Kolonisierung annehmen. Und mir kommt es vor allen Dingen darauf an, Ihnen zu zeigen, wo denn die Schmerzen liegen könnten, die Duponcourt meint. Zeisberger schreibt vor allen Dingen von unterwegs. Und diese Handschrift von Zeisberger ist für Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts eine ziemliche Herausforderung. Und das, was man von Europa aus beobachten kann, ist Folgendes. Nämlich, dass tatsächlich das Gelehrtennetzwerk versucht, Informationen über Duponcourt zu bekommen. Duponcourt versucht, Heckewelder zu adressieren und bestimmte Auszüge aus bestimmten Grammatiken zu veröffentlichen, und bekommt das Ganze nur scheibchenweise. Und so etabliert sich in Europa mehr oder weniger ein Briefnetzwerk, unter anderem zwischen Vater und Humboldt, die Informationen untereinander austauschen, um tatsächlich zu so etwas wie zu einer Grammatik zu kommen. Das Ganze sieht so aus. Wilhelm von Humboldt nimmt dann also Kontakt auf zu Peter Stephen Duponcourt im Mai 1820, hier aus dem französischen Original. Ich habe vor einiger Zeit durch die Vermittlung meines Bruders den ersten Band der Memoiren, die das Historische Komitee der amerikanischen Gesellschaft gerade veröffentlicht hat. Also Peter Stephen Duponcourt ist ab 1816 Mitglied dieser Gesellschaft und ab 1820 ihr Vorsitzender. Also die zentrale Person in dieser Gesellschaft. Und ich kann Ihnen nicht sagen, mit welchem Interesse ich den interessanten Briefwechsel über die Idiome der Eingeborenen Nordamerikas, der den zweiten Teil bildet, und Ihren Bericht über denselben Gegenstand gelesen habe. Beide sind voller genialer Beobachtungen, und der erste zeichnet sich noch durch die wichtigen Informationen aus, die er über eine der bemerkenswertesten und am wenigsten bekannten Sprachen Nordamerikas vermittelt. Es ist ein wahrer Dienst an der Wissenschaft, dass der Veröffentlichung der Grammatik von Herrn Zeisberger, hier ist wieder die Delaware-Grammatik gemeint,
eine Reihe von Briefen vorangestellt wurde, die in vielerlei Hinsicht als Kommentar dienen und den Leser in die Lage versetzen, die einzigartige Struktur der Sprache der Lemminge-Lenape besser zu beurteilen und einen sinnvollen Vergleich mit anderen Sprachen des neuen Kontinents anstellen zu können. Das ist Wilhelm von Humboldt. Ja, also das heißt, der Versuch, Kontakt aufzunehmen zu tatsächlich nach Nordamerika. Und Sie sehen schon, worum es ihm geht. Er will von Peter Stephen Duponcourt exakt diese Grammatik haben. Der erwähnte Briefwechsel zwischen Duponcourt und Heckewelder ist ediert und äußerst lesenswert. Er kann als einer der Schlüsseltexte, oder diese Briefedition kann als eine der Schlüsseltexte gelten für die Auseinandersetzung tatsächlich der abendländischen Grammatikographie mit eben den nordamerikanischen Sprachen der indigenen Bevölkerung. Und jetzt gibt es ein Problem. Aus Sicht der europäischen Wissenschaft sind diese Briefwechsel nicht von Grammatikographen geschrieben. Also das heißt, sie sind entsprechend nicht den wissenschaftlichen Standards der deutschen Universitäten. Dazu vielleicht ganz kurz noch zu einer Einschätzung, die mir besonders wichtig ist. John Pickering tritt dann auf den Plan, der ebenfalls als Linguist äußerst bekannt ist. Und er wendet sich an Wilhelm von Humboldt mit einer aus meiner Sicht sehr interessanten Aussage von Peter Stephen Duponcourt, der neulich beobachtet hat, dass we have to go to the German universities to become acquainted with our own country. Das heißt, wir haben hier schon eine sehr eigenwillige Situation, nämlich dass man auf der einen Seite das Material in Nordamerika liegen hat, auf der anderen Seite aber die offensichtlich für die linguistische Beschreibung auf das wissenschaftliche Know-how aus Europa angewiesen ist, um das adäquat beschreiben zu können. Daraufhin antwortet Humboldt Folgendes: Ja, das wäre ja alles kein Problem und vom Prinzip her ist das ja auch alles schon sehr gut gelungen, aber wir können von Europa aus eigentlich nichts tun, wenn wir das Material nicht bekommen. Und das ist eine Situation, die heute im Wesentlichen nicht anders ist. Das heißt, das wird bei euch genauso sein, Thomas. Eine ganz bizarre Situation, die man möglicherweise heute durch die Option der Digitalisierung lösen kann, die tatsächlich das ermöglicht, dass man eben nicht vor Ort ist. So weit, so gut. Humboldt schreibt weiter an Peter Stephen Duponcourt und wirbt um die Grammatik von Zeisberger, deren Veröffentlichung er entgegensieht. Und er sieht tatsächlich, hier, das sind alles chronologisch geordnete Briefe, das heißt, hier geht es langsam in die Richtung, dass Humboldt anfängt, auch Duponcourt Honig ums Maul zu spielen. Ja, also das heißt, die besonderen Leistungen hervorhebt und so weiter und so fort und erwartet mit voller Ungeduld auf die Grammatik von Zeisberger und so weiter, über die Korrespondenz mit Heckewelder wäre er informiert und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Jetzt passiert nur leider Folgendes. Der Brief, den Humboldt schreibt, ist 2 Monate später an Duponcourt geschickt, als Heckewelder gelebt hat. Das heißt, Duponcourt bricht im Wesentlichen die zentrale Schlüsselfigur in Bethlehem weg, die für die Informationsbeschaffung da ist. Jetzt muss man zu Heckewelders Entschuldigung sagen, er war da auch schon 80 Jahre alt. Also es ist durchaus nicht tatsächlich überraschend, dass er aus der Zeit gegangen ist. Und das wusste Wilhelm von Humboldt noch nicht. Das Zweite, was aber passiert, ist nicht nur, dass Zeisberger stirbt, sondern das ist auch wiederum eine weitere Auseinandersetzung dann mit Pickering, dass er tatsächlich immer noch versucht, dann auch über Pickering an die Zeisberger Grammatik zu kommen. Und das gelingt aber nicht. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Namen, die ich gerade erwähnt habe, was das Problem an dem ganzen Thema ist. Sie sehen grau und blau, tiefblau unterlegt die Missionarien oder die Angehörigen der Herren- oder Brüdergemeine, die mehr oder weniger an dem Austausch stehen. Ich habe Ihnen hier mal den Quant noch mit draufgesetzt, weil der tatsächlich über das Arawakische, also das heißt über die Sprachen Südamerikas, relevant ist. Alle, die sich damit beschäftigen, sind in wenigen 20 Jahre später geboren, also sind eine Generation später, die sich damit beschäftigen. Und das ist das erste Problem. Ja, es gibt faktisch so einen zeitlichen Versatz zwischen den primären Informationsquellen und denjenigen, die forschen. Jetzt passiert Folgendes, wenn man das Ganze nach Sterbedaten ordnet. Es stirbt nicht nur Heckewelder, sondern auch wenige Zeit später Vater. Vater ist faktisch die zweite Schlüsselfigur, die Wilhelm von Humboldt braucht, um an Informationen über das Delawarische zu kommen. Und er ist jetzt faktisch abgeschnitten. Er hat faktisch nur noch den Kontakt zu Duponcourt
aber er hat keinen Kontakt mehr, an die Quellen in Bethlehem zu kommen, und auch Vater kann ihm keine Informationen mehr liefern. Und das ist die Situation, in der er diesen Brief schreibt. Ja, also das heißt, wenige Wochen später schreibt er diesen Brief, und zwar an alle Ortsgemeinden, die er haben kann, mit der Bitte darum, möglichst alle Missionare aufzulisten, die irgendwie noch in Europa leben. Er bekommt auch Antwort aus Herrnhut, oder nicht speziell aus Herrnhut, aber von Johann Daniel Anders. Und Johann Daniel Anders ist Bischof der Brüderkirche zu der Zeit in Deutschland, 1827 in Herrnhut ordiniert zum Bischof, dann sehr lange in Pennsylvania und kommt dann später wieder 1836 nach Europa zurück. Und er antwortet ihm in einem wirklich langen Brief, den finden Sie auch in den Archiven von Wilhelm von Humboldt, in dem er ihm wirklich alle lebenden, noch lebenden Missionarien in Europa aufzählt. Und zwar mit ihren eigentlichen, mit den Orten, in denen sie ihren Dienst versehen haben. Und das ist auch wieder die Brücke nach Kleinwelker. Kleinwelker taucht da entsprechend oft auf. Ja, also das heißt, das ist so die Brücke vielleicht auch zu dem Vortrag von Lubina Marling. Das heißt, diese Information hat er erstmal. Er bleibt aber weiter tätig, denn es entsteht eine neue Liaison, und zwar zu John Pickering. Er versucht also jetzt über John Pickering an bestimmte Informationen heranzukommen und tritt mit ihm in Austausch, kommt aber nicht so weit, wie er denkt. Und der Schlüssel ist dann endlich, dass Peter Stephen Dupont-Coup selbst anfängt, Handschriften zu übertragen. Das ist faktisch dann der zweite Schritt. Und Pickering verschwindet dann auch langsam aus dem Briefwechsel von Humboldt. Mit Dupont-Coup entwirft dann Wilhelm von Humboldt in den nächsten Jahren, geht es um die Grammatik von, und das ist eine ganz tolle Briefwechsel im Hinblick auf die Grammatik der Onondaga-Sprachen. Und zwar geht es hier darum, dass er behauptet, er habe eine Grammatik geschenkt bekommen von Pickering und sieht mit unendlicher Freude immer noch der Delaware-Grammatik entgegen. Da reden wir über 8 Jahre, die da mittlerweile verstrichen sind, also das heißt, den er die Grammatik nicht gesehen hat. Kurz darauf wird Dupont-Coup genau die Delaware-Grammatik veröffentlichen, sodass sie Wilhelm von Humboldt nehmen kann. Und Dupont-Coup lässt es sich nicht nehmen, Humboldt zurechtzuweisen, woher diese Onondaga-Grammatik kommt. Erster Satz. Die Onondaga-Grammatik, die sie haben, stammt nicht, wie ich glaube, von Pickering. Also er macht auch klar, wo die Linien liegen, wie man zu Wissen kommt, sondern von Herrn Vater, für den ich sie anfertigen ließ und dem ich sie damals schickte, woraufhin er mir schrieb, dass er sie an sie weitergegeben habe. Ja, also das heißt, da wird auch so eine Traditionslinie nochmal zurechtgerückt. Möglicherweise auch deutet das auf eine Auseinandersetzung mit Pickering in Nordamerika hin. Das müsste man sich aber nochmal genauer anschauen. Einen anderen Grund sehe ich hier nicht. Und jetzt zu dem entscheidenden Problem, und jetzt geht die Reise von vorn wieder los, das heißt dieselbe Situation wie bei der Delaware-Grammatik. Das Onondaga-Wörterbuch von Zeisberger ist, wie Sie wissen, sehr umfangreich. Das hat nämlich 7 Bände. Und ich werde für Sie die Wörter aus dem Vokabular der Kaiserin Katharina heraussuchen und die Ehre haben, sie Ihnen zu schicken. Das heißt, hier geht es wieder um Einzelinformationen, die im Briefkontakt ausgetauscht werden. Und das Ganze geht eigentlich dann faktisch weiter bis zum Lebensende von Humboldt, dass immer mal so Bruchstücke durchgegeben werden. Ich lege diesem Brief ein Vokabular der Onondaga-Sprache bei, das ich für Sie aus dem großen Wörterbuch von Zeisberger entnommen habe. Allein Wilhelm von Humboldt wird genau dieses Wörterbuch und die Grammatik vollständig nie in Händen halten. Er stirbt 1835. Also der Austausch hat einfach für ihn zu lange gedauert. Wir haben Sie heute. Also und dank der Kooperation mit Paul, ja, und dem Moravian Archive, und die Grammatik ist bereits ediert, die werten wir im Moment gerade aus, aber wir haben hier einen unendlich günstigeren Zugang heute zu den Materialien, zu den Quellen, als Wilhelm von Humboldt, der, wenn Sie es mal so nehmen, 25 Jahre vergeblich versucht, einen systematischen Blick auf einen Gegenstand zu bekommen, also dass es ihm nicht gelingt. Vielleicht ganz kurz zum Fazit. Und zu der Frage der Fragilität. Was man an diesen Netzwerken sieht, ist Folgendes. Die Netzwerke, die Personennetzwerke aus der Wissenschaft heraus auf den Gegenstand sind an Einzelpersonen gebunden. Das heißt, es sind Einzelbeziehungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mehr oder weniger das erlauben, den Gegenstand systematisch zu erschließen. Je besser das Netzwerk aufgebaut ist, je stabiler, umso sicherer sind die Informationslagen. Humboldts Problem ist, dass innerhalb kürzester Zeit
zentrale Knotenpunkte in seinem Netzwerk wegbrechen. Das heißt, dass er nicht mehr an spezifische Informationen herankommt und wie ernst denn die Lage ist, hat man an dem Eingangszitat gesehen, das, glaube ich, deutlich macht, wie hilflos man auch in dem Zugriff dann auf Daten war, wenn zentrale Figuren in diesem Netzwerk hier der Wissenschaft und der Hannover-Brüder-Universität wegfallen. Erst die Lösung darüber, dass DuPont selbst anfängt, Quellen zu edieren, ja, und Transkripte anzufertigen, verschafft ihm wieder einen Zugang auf den sehnlichst erhofften Gegenstand. Allerdings fehlen DuPont die Mittel und die Möglichkeiten, in Bethlehem systematisch zu transkribieren. Und so kommt Humboldt nie an die Informationen, die er brauchte. Und möglicherweise steht auch ein politisches Thema dahinter. Das ist aus der Sammlung von Heckewelder und DuPont 1819 ein unmittelbares Zitat von DuPont. Im Wesentlichen ganz kurz zusammengefasst, wir können nicht erwarten, dass die Adelungs, die Vaters und die Humboldts bei uns in den Archiven arbeiten und wir bekommen auch das Material nicht nach Europa. Wir müssen es aus eigener Kraft schaffen, damit umzugehen. Und möglicherweise ist es auch ein politisches Argument, warum bestimmte Informationen eben nicht ihren Weg nach Berlin geschafft haben. Das ist das dritte Zitat. We must therefore take our means and sources of information as we find them and make the best use of them in our power. Das heißt, möglicherweise gibt es noch keine Idee davon, wie so ein Transfer geordnet funktioniert. Und es war eben nicht so, dass die Linguistik oder Grammatik vom Verkauf dieser Objekte profitieren konnte. Und es handelt sich also um ein immaterielles Gut. Und das könnte hier das eigentliche zentrale Problem sein, was einen ökonomischen Austausch verhindert hat. Damit möchte ich schließen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.